damit willkommen zurück, ne, Partners Glück. Ja, ich muss nachkommentieren. Sorry. Hat uns ein Mann geredet? Sie reden immer. Wir haben Namen, Daten, Orte. Volk hat alles ausgepackt, sogar Fregator. Der Verdacht hat sich wohl bestätigt. Makarov macht sich schon neue Freunde. In 6 Stunden trifft er sich mit seinen Beratern. Das Treffen findet im Hotel Lustig mitten im Zentrum statt. Ich habe bereits ein Team für diese Operation, doch ich bezweifle, dass sie rechtzeitig dort sind. Aber ihr seid nah. Sehr. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Makarovs Versammlung mitten in einem Kriegsgebiet? Klingt ja toll. Zu viel Selbstvertrauen macht sorglos. Wir infiltrieren über 2 getrennte Routen. Soap, du und Yuri geht zur Kirche und übernehmt die Überwachung. Die Stadt ist abgeriegelt. Wir brauchen eine Hintertür. Überlass das mir. Okay, ich überlasse es dir, keine Angst. Willkommen in Prag. Wir sind in Prag. Der Widerstand erwartet uns 1 Kilometer noch. Bringen wir es hinter uns. Ja, würde ich auch sagen, bringen wir es hinter uns. Und ja, versuchen wir einfach mal unser Glück, ne? Sekunde. Wir haben bereits Gefangene. Okay. Wir müssen schneller sein. Ja, da oben Panzer an Hubschraubern. Und ja, da Panzer auf Brücke mit Menschen drumrum. Ja, klasse. Da rechts schmeißen gerade erstmal ein Kadaver ins Wasser. Toll. Und wir schwimmen da drin rum. Läuft bei uns. Ja. Nee, ich darf nachkommentieren. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Kann ja mal passieren. Und ja, nee. Mal wieder Fail des Tages. Oder Fail des Monats vielleicht sogar. Ja. Alter, die haben da gerade Eis... Alter, eiskalt erstmal noch wen umgebremst. Jetzt auch nochmal, oder was? Alter. Und so kaltblütige Killer, die Wichser. Aber dafür werden die bezahlen. Price und ich sorgen schon dafür. Keine Panik. Gut. Aber schwimmen wir erstmal weiter in die nächste Kanalisation rennen. Ja, am Arsch sind wir spät dran. Stell dir mal nicht so drein, aber ich also ehrlich jetzt mal, ne? Kamarov. Alten Wemser. Okay, auf zum Sammelpunkt. Und ja. Ja, ich weiß ja schon so ein bisschen, was passiert. Ich kommentiere ja nach. Ja, in letzter Zeit auch wirklich sehr unregelmäßig nur Videos gekommen. Hatte sehr viel um die Ohren. Und, okay, es war keine gute Idee. Ja, das ist Fail Nummer 1 gewesen. Jetzt kommen da gleich noch so tolle Wuffis. Scheiße. Und ja, der Wuffi hat mich umgewemst. Ich habe nämlich nicht E, sondern F gedrückt. Ganz kluge Aktion. Aber, ja. Weiter geht's. Einfach nochmal von vorne anfangen. Wir wissen jetzt ja schon, wo der Weg lang geht. So, wir wissen auch, da kommen erstmal keine Feinde. So. Diesmal probieren wir es auf einen anderen Weg. Moment, habe Kontakte 20 Meter voraus. Wir wollen keine Aufmerksamkeit. Okay, also, das ist dann Fail Nummer 2 gewesen. Aber diesmal halten wir ein bisschen länger durch. Aber auch nicht wesentlich. Diesmal drücke ich auch E, ich breche dem Hund das Genick. Und werde jetzt von oben von den Scharfschützen umgewämst. Ja, Fail Nummer 2. Ja, was soll ich dazu groß sagen, ne? Also, Bobby, bestes Beispiel, ne? Auf jeden Fall, ja, noch ein Try. Ja. Ne, ich will versuchen, das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Allerdings, vielleicht so
ja, vielleicht zwei Videos in der Woche. Es wird nämlich für mich im Moment nicht weniger werden mit dem Stress. Aber ganz ohne wollte ich auch nicht. Ein Video die Woche könnte auch noch eine Option sein. Aber wir hören jetzt erstmal auf Soap. Und jetzt funktioniert das irgendwie auch so halbwegs. Wir klatschen die Scharfschützen um. Nummer 1. Nummer 2. Holen unseren Freund. Jo, alles klar. Leichen verstecken wir nicht. Ja gut, sind noch ein paar viele, ne? Aber erstmal gucken, ob es da immer noch geilen Loot gibt oder so. Aber nö. Sieht nicht so aus. Jo, ne? Schauen wir doch mal, was die Seife uns jetzt weiter erzählt. Oh, sind ein paar viele. Und ein paar Panzer. Wenn wir da jetzt reinholzen würden, ja. Und wir haben mittlerweile ja auch gelernt, es ist wohl ganz sinnig auf Soap zu hören, was er sagt. Und nicht einfach willkürlich drauf loszuballern. So, hätten wir das. Den Scharfschützen nach oben sollen wir auf jeden Fall nicht umnieten. Sondern wir sollen da einfach mal schnell durch. Und ja. Sehen nichts Interessantes, außer da vorne das Intelli-Zeug. Ja, ne? Leichen im Aufzug. Aber das juckt uns gerade nicht. Ja, da links sieht man schon geil die Schatten. Die Seife klärt die ganze Sache. Wir gehen da rein, hat uns ein Handzeichen gegeben. Und wir gehen auf die Erde und kriechen da jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Da kommen wir nicht weiter. Durch den Kadaver können wir offenbar nicht durchkriechen. Ja, nö. Gut, gut, gut. Oh. Da ist ja jemand. Soap hat auf jeden Fall die Hand an der Waffe. Also an so einer Pistole. Ja, nö. Wir kriechen erstmal so ein bisschen weiter. Ja, okay. Da kommen noch zwei so Typis. Und metzeln da eiskalt den letzten Überlebenden da rum. Also, ist ja schon so ein bisschen frech, ne? Wir müssen das schnell durchziehen. Außerdem hat Zopp Dreck unter Füße. Ich weiß nicht, ob er es weiß, aber die sind echt hart dreckig. Nun lauf halt an, meine Herr. Okay. Da kommen wir. So, jetzt kommen wir da auch drüber. So, nochmal hüpfen. Und dann sind wir auch da. Gute Nacht. Gut. Ah, da hat er sogar die Leiche so ein bisschen versteckt. Sekunde. Wie Sekunde? Ein, zwei Granaten und das Thema wäre durch. Okay, gut, das haben sie selber nochmal gelöst. Interessant. Ich habe ein paar Freunde dabei. Gut, gut, gut. Wir helfen nochmal ein bisschen mit. Kurzstrecken-Zielfernrohr, alles klar. Das probieren wir doch glatt mal aus. Ja, guck, einmal ein Red Dot. Das sind unsere Freunde.
Aber da habe ich gerade was mega Fesches gesehen. Ich habe das genau gesehen. Hier gibt es ja G18. Nee, da nicht. Da ist er. Ja, wir kennen sie noch. Ja, Red, hier G36. Alles scheißegal. Wir nehmen unsere geliebte G18. Stell fest, also kurz Strecken, Zielfernrohr, naja. Naja, ist jetzt nicht so geil, wir nehmen die 18. Und sollen jetzt erstmal hier der Raketenwerfer aufnehmen. Ja, ich schalte den Panzer aus, mach dir keine Sorgen. Bobby klärt das schon, also. So. Laden wir mal nach, das ollen Flinterich. Granate, wir sollen runter von der Straße. Ja, aber wohin denn? Klotzkopf. Ich bin doch von der Straße runter, verfluchte Kacke. Ernsthaft. Oh Mann. Ja, da ist die Seife. Wir gehen jetzt hier rein, da wo die Seife hin möchte. Wir waren zwar vorher von der Straße runter, aber ist okay. Ja, komm. Helf mir da doch mal gerade noch ein bisschen mit. Sonst kommen die da ja gar nicht mehr zu Potte hier. Hier geht's weiter. Das sind alles unsere Freunde. Das ist auch unser Freund. Da ist gerade mal reingeballert worden. Ja, gut, okay. Gibt's hier was Geiles? Nicht wirklich, alles nur AKs. Schauen wir nochmal, kommen wir oben. Nö, kommen wir nicht weiter. Abfahrt verpasst. Und ja, dann geht's hier unten nochmal weiter. Auch nur AKs hier überall. Kannst du hart vergessen. Irgendwie Aufklärungszeug gibt's hier auch nicht mehr. Das ist die Seife wieder. Wir schmeißen mal ein paar Granätchen. Wir machen diese MG-Schütze mal eben lang. So. Zwei Schuss. Noch einer. So, damit sind die nämlich durch. Wieso schnappt der sich nicht? Da schauen wir doch auch mal. Aber der hat kein hier drittes hier Kurzstreckenvisier. Deshalb taucht das nicht. Wir nehmen wieder unser altbewährtes Mittelchen. G18 Holz rum wie nichts Gutes. Ungelogen, geiles Teil. Zumindest für den Nahkampf auf Entfernung eher suboptimal. Gibt es keine Aussätze, nichts für. Aber gut, sei es drum. Nur nochmal einfach hier weiter. Oh, da wurde gerade noch einer von unseren Buddies abgemetzelt. Jetzt kommen wir mal 10.000 Millionen Menschen hier an. Alter, da ist jemand hochgegangen. Ja, ich bin noch auf dem Weg zur Statue. Okay, ab durchs Fenster. Okay. Ich folge dir unauffällig, Mr. Seife. Ja. Sei leise, Alter. Die sind da draußen mit auf der Straße mit einem Panzer am Rumballern und wir sollen leise sein. Und gut. Endlich wird mal wieder geschnitzelt. Ja, ich hatte leichte Schwierigkeiten, die Gegner zu sehen. Dem haben wir aber erstmal mal mitgegeben. Laden jetzt, ich gehe in Deckung. Erstmal nachladen und in Deckung. Gehen, der ist tot. Eine Granate. Müssen wir ein bisschen aufpassen, die machen wir uns sonst tot, ne? So, wir haben wieder unsere G18. Und ja.
haben wir ein bisschen Unordnung gestiftet, aber Hauptsache aufräumen kann Zeit ist nicht. Gut, ich bin unten. Da fliegt ein Helikopter rum im Tiefflug. Und da kommt schon wieder so ein Fensterchen angejuckelt. Da ist noch ein Fensterchen, noch ein Fensterchen. Gut, ja, sportliche Aufgabe haben wir da noch vor uns. Gut, okay. Ja, wo ist denn die Seife? Ja, wir gehen. Und zwar ab in die Kirche. Gut. Sieht nämlich fast schon ein Ende aus. Gut, ich würde sagen, das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.